Normalerweise tummeln sich in diesem Gang zahlreiche Schüler. Jetzt sind die Klassenzimmer bis auf wenige Ausnahmen leer im Gymnasium St. Augustin. Seit Sommer vergangenen Jahres ist Carsten Schrempel Schulleiter dieser traditionsreichen Schule. Kein einfacher Start für ihn in das neue Amt. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich die Abläufe hier, die Kollegen, die Eltern, die Stadt, dass ich einige kenne und dass da Absprachen eigentlich relativ gut mit dem telefonisch oder mit einer Videokonferenz möglich ist. Wenn ich natürlich jetzt als komplett Neuer hier in die Stadt gekommen wäre, wäre natürlich schwieriger gewesen. Das heißt, also ich habe mir das natürlich doch ein bisschen anders vorgestellt. Man ist reingegangen und hat gesagt, ja, das willst du ändern und da willst du eine kleine Entwicklung reinmachen. Und jetzt plötzlich ist ein großer Teil der Zeit einfach nur der Corona-Maßnahmen geschuldet. Das heißt, es geht also früh los und man guckt wieder, was ist neu gekommen. Und es ist einfach ein Hin und Her und es ist natürlich schwierig dann zu sagen, jetzt man plant irgendwas oder man ändert was. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, es wird irgendwann mal wieder besser und ich denke mal, da legen wir dann neu los. Er ist schon lange Lehrer am Gymnasium. Einen Schulleiterposten hätte er auch an einer anderen Schule annehmen können, jedoch reizte ihn das Potenzial hier in Grimma. Das Team ist bekannt, mit dem er gemeinsam gestalten kann. Ja, das ist natürlich eine sehr ehrenvolle Aufgabe, es ist eine spannende Aufgabe. Es ist eine verantwortungsbewusste Aufgabe und es ist natürlich auch eine sehr arbeitsintensive Aufgabe. 830 Schüler, um die 70 Kollegen mit Referendaren und so weiter und so fort. Eigentlich 4 Häuser, wenn wir mal so wollen. Und das will natürlich alles irgendwie gemanagt werden. Und das ist natürlich eigentlich ein bisschen anstrengend, aber es ist natürlich trotzdem schön. Ich habe mir das ja ausgesucht und da machen wir das Beste draus. Carsten Schrempel hat sich einiges vorgenommen. Das St. Augustin ist Kompetenzzentrum. Die Begabtenförderung soll weiterentwickelt und vor allem auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannter gemacht werden. Hier besteht ein großes Netzwerk aus den verschiedensten Institutionen, um Begabungen der Kinder zu erkennen und diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung individuell zu fördern. Dafür bietet auch das eigene Internat mit seinen 50 Plätzen ebenso vielfältige Möglichkeiten, um die Kinder zu fördern und sich in der Gemeinschaft weiterzuentwickeln. Ideale Voraussetzungen bestehen hier für kontinuierliches Lernen und Förderung. Außerdem geht es um die Anpassung von Schulanfangszeiten oder die Ausgestaltung einer Zukunftswerkstatt. Vieles ist in Planung, was jedoch pandemiebedingt ausgebremst wurde. Dadurch hat der Schulalltag nun völlig andere Prioritäten erhalten. Der Schulleiter hat aber ein Kollegium, welches mitzieht. Verschiedene Varianten zur Ausgestaltung des Unterrichts wurden entwickelt. Neben Lernsax werden auch andere Plattformen genutzt, um die Schüler zu erreichen. Und nun baut sich jeder so ein bisschen was zusammen und versucht für sein Fach entsprechend pädagogisch sinnvoll den Stoff an die Schüler rüberzukriegen und den natürlich auch im Prinzip die Erledigung zu ermöglichen. Wir müssen immer davon ausgehen, dass die Schüler auch genauso wie die Kollegen im Prinzip sehr unterschiedlich auch sind. Das heißt, also dem einen oder anderen fällt das ganz einfach, der ist technikaffin, für den ist das kein Problem. Ein anderer sagt sich, um Gottes Willen, wie wähle ich mich jetzt richtig ein? Sowohl Schüler als auch Kollegen, ich will es mal überspitzt ausdrücken. Und natürlich wünschen sich jetzt manche Eltern auch beispielsweise, dass wir nur einen Weg haben. Aber das ist eigentlich nicht der Anspruch. Es sind viele Wege, ich habe es oft gezeigt. Und so müssen sich die Kollegen natürlich für ihr Fach, für ihren Anspruch entsprechend was überlegen. Ich habe eine ganze Menge Rückmeldung von Eltern. Wir sind da eigentlich auch immer im Austausch. Ich denke mal, es funktioniert. Aber wir haben natürlich gemerkt, dass Homeoffice nun nicht unbedingt die einzige Möglichkeit ist. Und den Schülern und auch, ich denke mal, den Kollegen fehlt natürlich auch dieser Sozialkontakt. Im Prinzip das Arbeiten im Team, das Lernen in der Gruppe. Und das kriegt man halt in der derzeitigen Situation so nicht hin. Seit 18. Januar starten nun wieder die Abschlussklassen mit Präsenzunterricht. Die Schule ist gerüstet. Auch der kommende Wechselunterricht ist bekannt, bereits im Frühjahr erprobt. Die Abläufe sind eingespielt. Alles liegt jedoch nicht im eigenen Verantwortungsbereich. Plattformen wie Lernsax, Internetanbindungen müssen für einen reibungslosen Schulalltag funktionieren. Carsten Schrempel wünscht sich dort die Kommunikation mit Lehrern, Eltern und Schülern. Denn nur wo etwas klemmt, kann reagiert werden. Wir haben wahnsinnig viele Terminschienen jetzt zu bearbeiten. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass die Eltern und die Schüler einfach auch bei Problemen an uns rankommen. Also helfen die Kritik. Wir können zum Beispiel bestimmte Daten auch nicht weitergeben, wenn sie noch nicht da sind. Das heißt also, wir müssen einfach davon ausgehen oder hoffen, dass wir miteinander arbeiten und nicht gegeneinander.
das Hineinversetzen die andere Seite. Das müssen die Kollegen und das müssen auch die Eltern, das müssen auch die Schüler. Warum haben wir denn das gemacht? Das Standardbeispiel, und das muss ich jetzt noch sagen, ist das Thema Lüften. Das hat mich Wochen beschäftigt. Ne? Es ist Pflicht, alle 20 Minuten zu lüften. Ja? Das reißen sie die Fenster auf. Und da verstoße ich natürlich eigentlich auch gegen Erkältungsschutz. Ne? Das sage ich mir im Prinzip, dann kommen Eltern und sagen, wie könnt ihr nur, das Kind friert. Sie haben recht, es ist kalt. Umgekehrt, wenn dann einer rausfällt, verstößt sich gegen die Sicherheit. Das heißt, es gibt nicht die Entscheidung, es gibt nicht die Lösung, es gibt nur eine. Wir wollen was entscheiden und wir müssen es einfach alle mittragen und versuchen, das Beste draus zu machen. Und deswegen bitte ich einfach auch um Verständnis, wenn es ein Problem gibt, anrufen, fragen, wir kommen ins Gespräch und dann klären wir das. Das St. Augustin ist bereit. Dennoch wünscht sich wohl jeder, dass die Klassenzimmer und Schulhöfe bald wieder ganz normal mit Leben gefüllt sind.